Gerhard Schmidt, ihr seid der Direktor vom Collegium Spiritus Sanctus und heute ist sicher ein flotter und wichtiger Tag für euch, wenn ihr gesehen habt, wie viele Leute heute ihr Matura-Diplom bekommen haben. Was geht denn da bei euch durch den Kopf? Es ist ein Tag der Freude. Ich habe am Ort gespannt, dass viele Junge das Matura-Zeugnis haben. Ich denke aber auch ein bisschen an die, die Lederpech haben. Jetzt ist ja wieder ein Jahr vorbei. Kann er dir jetzt die Füße hochlagern oder geht es dann nachher direkt wieder weiter? Also jetzt geht es noch eine Woche ins Schuljahr. Nachher am Ende des Schuljahres ist am Anfang des nächsten. Wir arbeiten noch bis Mitte Juli und nachher gibt es dann 3 Wochen Ferien. Er hat ja den Anlass alle Jahre wieder. Ist das eigentlich noch interessant für ihn? Ja, ab dem Moment, wenn ich kein 4 mehr spüre, knistere hier auf als Rektor. Was ist denn das Erlebnis vom letzten Jahr, das auch am meisten geblieben ist? Es hat viel, was mir am meisten geblieben ist. Ich bin mit der 5C ins Pomat gegangen, am Spat im Herbst. Anna-Maria Bacher hat uns über die Walserkultur erzählt, die Einfachheit, die Natur. Das hat mich fasziniert in Freundschaft mit dieser Klasse. Wenn ihr jetzt heute Abend heimgeht, was macht ihr als erstes? Durchschnüffeln und zufrieden sein, wenn es gut gegangen ist.